Frau Professor Nietz, Sie sind Chefärztin des Brustzentrums Niederrhein im Evangelischen Krankenhaus Bethesda in Mönchengladbach. Viele Frauen, zu viele Frauen mit Brustkrebs müssen heute noch eine Chemotherapie über sich ergehen lassen, obwohl sie eigentlich bereits durch eine Operation oder Bestrahlung schon geheilt werden. Umgekehrt erhalten auch Frauen keine Therapie, die unter Umständen eine bräuchten, oder werden insgesamt fehlbehandelt. Inzwischen werden genetische Tests angeboten, die eine exaktere Einteilung versprechen über die Gefahr des Rückfallsrisikos und über die Frage Chemo ja, Chemo nein. Würden Sie uns bitte die im Moment schon am weitesten bewerteten Verfahren beschreiben und dann im folgenden Verlauf die Studienergebnisse, die es dazu schon gibt? Also es gibt im Prinzip käuflich erhältlich 3 Tests, die aber alle die Prognose einschätzen. Die können nicht sagen, Chemo, ja, nein. Die Frage wird in Studien noch geklärt. Die Tests schätzen die Prognose ein und gehen davon aus, dass jemand, der eine sehr gute Prognose hat, keine Chemo braucht. Da gibt es einmal den UPA-PAL-1-Test, der Proteasen im Tumor misst, also Enzyme, die potenziell dazu geeignet sind, dass dieser Tumor streuen kann. Ja, das misst das Streupotenzial. Braucht man Frischgewebe, glaube ich. Dafür braucht man Frischgewebe. Und diesen Test kann man dann am frischen Tumor machen. Und der ist im Prinzip etabliert für Tumoren ohne Lymphknotenbefall, die ein G2 haben. Ja, also was vom Pathologen schon dann auch bestätigt werden sollte. Und bei diesen Patienten können wir dann eine Niedrigrisikogruppe und eine höhere Risikogruppe identifizieren. Die Niedrigrisikogruppe braucht im Prinzip keine Chemotherapie. Ein weiterer Test ist der MammaPrint, der aus Holland kommt. Das ist ein 70-Gen-Test, das heißt, dass auch hier frisches Tumormaterial weggeschickt werden muss. Das heißt, die Information, dass dieser Test gebraucht wird, muss vor der Operation von der Patientin kommen. Und dieses Material wird dann genetisch untersucht und ist auch untersucht für Frauen mit 0 bis 3 befallene Lymphknoten, unabhängig von Hormonrezeptoren. Im Rahmen der MINDEX-Studie ist dieser Test untersucht worden. Die Ergebnisse gibt es ab 2015. Aber Sie können schon vorläufige Ergebnisse einige nennen. Man weiß heutzutage, dass die Annahmen in der MINDEX-Studie nach den 6.000 Patienten, die dort randomisiert worden sind, dass wir 22% der Patientinnen haben, wo wir klinisch das Risiko als hoch eingestuft haben und genetisch das Risiko als niedrig eingestuft worden ist. Das heißt, diese 22% der Patienten, das sind die, die potenziell überbehandelt werden. Wäre also jede 5. Patientin. Nicht ganz unerheblich. Allerdings. Ja? Gut, jetzt, das ist ein Verfahren, das ist aber nur in der MINDEX-Studie bis jetzt zur Anwendung gekommen. Es wird ja, es ist noch nicht für die Frau in dem Sinn zu erhalten. Der Test ist kommerziell erhältlich, der wird von der Firma Agendia vertrieben. Aber wie gesagt, die Entscheidung muss vor der Operation fallen. Und es ist derzeit ein Test, wo man sagt, es ist nicht klinischer Standard, weil noch in Studien. Ja, aber die aufgeklärte Patientin hat natürlich Zugang zu diesem Test. Muss ihn aber auch selbst bezahlen. Aber es gibt durchaus einige Kostenträger, die das mittlerweile übernehmen. Ich denke aber, das ist eine Einzelfallverhandlung. Der letzte Test, den es gibt, ist der Oncotype DX. Der hat den Vorteil, dass er am fixierten Material, das heißt am konventionell untersuchten Tumor durchgeführt werden kann. Das heißt, dass diese Entscheidung erst nach der Operation im Zweifelsfall getroffen wird. Das könnten auch Patientinnen davon profitieren, deren Operation schon ein paar Jahre unter Umständen zurückliegt, die ihren Tumor dann noch nachtesten lassen könnten? Der Oncotype DX ist ja als Instrument entwickelt worden, um zu entscheiden, adjuvante Chemo, ja, nein, bei hormonrezeptorpositiven Tumoren. Insofern macht das wenig Sinn, den Jahre später, man weiß dann etwas mehr über die Prognose, aber ob das hilfreich ist, mag im Einzelfall so sein, aber sicher kein Standard. Der Oncotype DX ist gemacht für die direkte postoperative Situation. Wenn man einen hormonrezeptorpositiven Tumor hat mit weniger als 4 befallenen Lymphknoten. Und hier wissen wir, dass sehr viele dieser Patienten überbehandelt sind. Und der Oncotype DX nach den Ergebnissen der Plan-B-Studie identifiziert tatsächlich 1/5 der Patientinnen, die ein sehr, sehr niedriges Risiko haben. Wenn man etwas weniger konservativ das diskutiert und den Messwert etwas höher setzt, dann sind wir sogar bei über 1/3 der Patientinnen, wo man sagt, dass die Prognose ist so gut, dass wir an sich hier
Chemo nicht unbedingt empfehlen würden, sondern man wirklich hier nochmal überlegen sollte. Der Oncotype DX ist ja in Amerika vor allem validiert worden und untersucht worden. Jetzt haben Sie, glaube ich, aber ja hier auch noch eine sehr interessante Studie, die Plan-B-Studie, noch gemacht und auch schon abgeschlossen. Können Sie die kurz erklären und vielleicht die wichtigsten Ergebnisse dazu? Also wir hatten aus der Vorläuferstudie von der Plan B, aus der ECDOC-Studie den Eindruck, dass wir halt hervorragende Ergebnisse generieren, aber sehr viele Frauen überbehandeln. Deswegen haben wir im Rahmen der Plan B-Studie durch den Oncotype DX Patientinnen identifiziert, die mit einem Recurrence-Score unter 12 letztendlich einen Tumor haben mit einem Recurrence-Score unter 12 und die insofern ein 10-Jahres-Risiko haben, was fast nicht mehr messbar ist und die keinen Vorteil von Chemo haben. Recurrence-Score, ganz kurz, einfach Rückfallrisiko. Das ist das Ergebnis des Oncotype DX, der wird ausgedrückt in 0 bis 11 oder bis 18 und dann bis 25 und dann über 25 ist Hochrisiko und automatisch Indikation für Chemotherapie. Aber eben etwa 80% der Patientinnen befinden sich nicht in der Hochrisikogruppe, sondern in der mittleren und niedrigen Risikogruppe. Und für die Patienten ist es interessant. Und das haben wir im Rahmen der Plan B auch durchgeführt und ist sehr gut akzeptiert worden. Von den Patientinnen? Und haben Sie Ihre Entscheidung auch danach ausgerichtet, auf die Chemo zu verzichten? Ja, also über 80% der Patientinnen, die also einen niedrigen Wert hatten, haben sich gegen die Chemo entschlossen, zusammen mit ihren Ärzten. Und von den Patientinnen, die ein mittleres Risiko hatten, haben sich auch eine erkleckliche Anzahl gegen die Chemotherapie entschlossen, obwohl das nicht vorgesehen war im Studiendesign. Jetzt sind es ja alles drei Tests, die wirklich nur bis jetzt in Studien überprüft worden sind. Was können wir jetzt als Patientin oder frisch erkrankte Patientin jetzt machen, um an so einen Test ranzukommen? Also im Rahmen von Studien ist er im Moment nicht erhältlich oder nicht mehr. Im Rahmen der ADAPT-Studie ist der Oncotype DX wieder erhältlich ab Ende dieses Jahres. Ansonsten können Sie an sich nur mit Ihrem Doktor über diese Testsysteme sprechen. Einmal sehr genau abklären, ob für Sie die Entscheidung sich ändern würde, wenn Sie einen solchen Test machen würden. Und auch die wissenschaftliche Grundlage für diese Tests sehr klar mit dem Doktor besprechen. Wenn Sie dann entscheiden sollten, dass dieser Test Ihre Entscheidung verändern könnte, dann würde ich heutzutage dazu raten, zum Beispiel den Oncotype DX machen zu lassen, weil meistens diese Diskussionen erst postoperativ auftreten oder die Datenbasis auch dafür da ist. Das ist eben problematisch. Gut, jetzt haben wir diese Situation. Welche Fragen bleiben jetzt offen, die es noch zu klären gibt? Und ich glaube, Sie haben ja noch eine hochinteressante neue Studie im Visier. Würden Sie uns die mal schildern, bitte? Ja, wir haben im Rahmen der Plan-B-Studie gesehen, dass wir mit den verschiedenen molekularbiologischen Tests doch relativ große Untergruppen ausmachen können, die mit dem einen niedrig Risiko haben, mit dem anderen allerdings als etwas höheres Risiko eingestuft werden, sodass wir an sich davon ausgehen, dass wir nach wie vor sehr heterogene, also ungleiche Gruppen behandeln, auch wenn wir diese Tests anwenden. Das wird natürlich besser, aber der Fortschritt ist wirklich ein Schritt nur. Ja. Deswegen haben wir jetzt in unserer neuen ADAPT-Studie überlegt, dass wir diese Tests verwenden, am besten eine optimale Basisprognose-Einschätzung machen, aber dann für 3 Wochen eine spezifische Behandlung machen und dann am Tumor nochmal diese Behandlung überprüfen. Es gibt mittlerweile zumindest für hormonrezeptorpositive Tumore auch tatsächlich den Nachweis, dass sie das an einem einzigen molekularbiologischen Faktor zum Beispiel schon nach 2 Wochen im Tumor sehen können, was nach 5 Jahren passiert sein wird. Ja, und das versuchen wir für alle Tumorteile, also auch für Hormonrezeptor-negative oder Triple-negative Tumore, solche Tests zu etablieren. Und da sind wir im Boot mit vielen Pathologen, Molekularbiologen und schauen einmal im Rahmen dieser ADAPT-Studie, was wir dann tatsächlich nach 2 Wochen sehen können. Also die Einschätzung ist das eine, aber die Therapie, der Therapieversuch ist das andere. Wir kennen ja die neoadjuvante Therapie, da wird ja vor der Operation gesehen, greift die Therapie oder nicht. Und wie stellt sich das bei Ihnen dar? Kann also man das da ist im Prinzip dasselbe, Schnelltest sozusagen, ja, das ist dasselbe Instrument wie die neoadjuvante Therapie, wobei man sagen muss, diese Messung des Tumors klinisch ist sicher etwas, was nicht die modernste Form ist, ansprechend zu messen. Ja, es ist etwas, wo wir bisher nichts Besseres haben, aber das, was wir jetzt machen, ist versuchen, ganz früh
festzustellen, gibt es ein Ansprechen oder nicht. Und zwar in einer Therapiesituation, wo wir gegebenenfalls, wenn wir diese Ergebnisse haben, auch noch umschalten können. Also nicht erst nach einer kompletten adjuvanten Chemotherapie, dass Sie sagen können, na, die hat nicht gut funktioniert. Allerdings. Das ist an sich eine sehr traurige Nachricht. Absolut. Ja, weil dann ist das, die Änderbarkeit ist nicht mehr gegeben. Und wir haben also hier doch für die Patientin nicht das Optimum erzielt. Und wann beginnt die Studie und wer hat das Glück, in die Studie aufgenommen werden zu können? Die Studie beginnt Ende des Jahres in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg in Kooperation mit der AOK Rheinland-Hamburg für hormonrezeptorpositive Tumore. Ja? Das heißt, diese Patientinnen können schon Ende des Jahres in die Studie sich für diese Studie melden. Wir werden für das dreifach positive Mammakarzinom, also HER2-überexprimierendes Mammakarzinom, auch zum Ende des Jahres eine Studie haben mit innovativen Anti-HER2-Substanzen, also im TDM1 zum Beispiel, wo für diese Frauen auch Anfang nächsten Jahres die Studie schon geöffnet sein wird, bundesweit. Bundesweit, da wollte ich noch drauf zurückkommen, ob ganz, im ganzen Bundesrepublik die Frauen unter Umständen profitieren können. Die können vielleicht auf ihre Homepage gehen. Ja, die können auf die Homepage der WSG gehen, genau. Also Westdeutsche Studiengruppe. Oder wir werden es auch in Mamazone natürlich bei uns auf der Homepage veröffentlichen. Ne? Jetzt drückt mich und viele Patientinnen, bevor ich sie entlasse, schnell auf dem Weg zum Flughafen, die Frage, viele Patientinnen werden ja doch deren Tumoren immer noch nach den herkömmlichen immunhistochemischen, pathologischen Kriterien untersucht. Das ist immer noch so groß. Was kann man dazu sagen? Ist es jetzt völlig obsolet und ganz schlecht? Oder kann man, was bieten die im Vergleich zu den hochinteressanten Gentests? Das ist sicher ein gutes Instrument. Problem ist, dass wir bei diesen Kriterien im Moment keine flächendeckende Qualitätssicherung haben. Wenn das in einer zentralen Pathologie gemacht wird, muss man sagen, ist zum Beispiel das Grading ein sehr guter Prognosefaktor, sehr präzise, aber im klinischen Alltag oft mit Fragezeichen, muss man sagen, ja, sodass wir hier die Immunhistochemie sicher nicht verlassen sollten, aber wir sollten in Deutschland gucken, dass wir hier tatsächlich Ringversuche bekommen, dass unsere Pathologen, die an den Brustzentren sind, sich hier zertifizieren lassen und dass wir da die maximale Qualität reinbekommen, weil sicher die Zukunft wird sein, das wird ein Mosaikstein bleiben, meines Erachtens. Ja. Und wir denken in Mosaiken und nicht ein molekularbiologischer Faktor oder ein Test. So wird das nicht sein. Das zeigen auch wirklich alle unsere wissenschaftlichen Ergebnisse. Also auf dem aufbauen und das durchaus weiterverfolgen, was es gibt und in die Zukunft gucken. Da gucken wir zuversichtlich in die Zukunft und ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen ganz viel Glück für die Studie und viel Erfolg. Das ist ja auch unser Erfolg. Das werden wir brauchen. Fürs Überleben. Ganz herzlichen Dank. Ja, nichts zu danken.